Der Rechnungshof hat uns gerade darauf hingewiesen, dass die Ausgaben für den Gesundheitsfonds in den letzten Jahren fast doppelt so schnell gewachsen sind wie die Einnahmen. Die Lösung kann aber nun nicht darin bestehen, immer weiter die Krankenkassenbeiträge zu erhöhen. Ich finde, meine Fraktion findet, wir müssen grundsätzlicher an die Dinge herangehen. Wir müssen hier im Bundestag über krankmachende Arbeit sprechen und gemeinsam etwas dagegen tun. Die Chefs mehrerer Krankenkassen haben den deutschen Arbeitgebern pauschal eine Mitschuld am dramatischen Anstieg der sogenannten Burnout-Erkrankungen und Depressionsfälle in deutschen Unternehmen zugesprochen. Deutsche Arbeitnehmer leisten nach Erkenntnissen der EU-Kommission im Durchschnitt mehr Überstunden als ihre Kolleginnen und Kollegen in den europäischen Nachbarländern. In keinem Land der Eurozone gibt es einen so großen Unterschied zwischen der tarifvertraglich vereinbarten Wochenarbeitszeit und der tatsächlichen Wochenarbeitszeit wie in Deutschland, stellte der zuständige EU-Kommissar fest. Und ich finde, das sollte uns zu denken geben, liebe Kolleginnen und Kollegen. In Deutschland entstehen durch arbeitsbedingte psychische Belastungen volkswirtschaftliche Kosten in Höhe von 6,3 Milliarden Euro im Jahr. Laut aktueller Studie der Betriebskrankenkassen sind daran 3 Milliarden Euro direkte Kosten für die Krankheitsbehandlung und 3,3 Milliarden Euro Produktionsausfallskosten enthalten. Die Vorstandsvorsitzenden mehrerer Krankenkassen forderten nun eine Stärkung der Gesundheitsvorsorge in den Betrieben. Und Sie, Herr Minister Gröhe, haben diesen Appell der Krankenkassen unterstützt. Das ist gut, aber Appelle reichen nicht. Ich finde, wir müssen handeln. Die Art und Weise, wie wir in unserer Gesellschaft leben und arbeiten, macht immer mehr Menschen krank. Wer auf knallharte Konkurrenz, maximale Arbeitsverdichtung und 24 Stunden Flexibilität setzt, der überfordert jeden einzelnen Menschen, aber auch unser Gesundheitssystem. Und darum, finde ich, muss es uns gelingen, unsere Arbeits- und Lebenswelt solidarischer und gerechter zu gestalten. Dann könnten auch die Gesundheitskosten, die Krankheitskosten rapide sinken. Und vielleicht sollten wir auch einmal darüber ernsthaft diskutieren, wie wir die Arbeitgeber stärker an den Gesundheitskosten beteiligen, die sie direkt verursachen. Man könnte zum Beispiel für jede geleistete Überstunde den Krankenkassenbeitrag des Arbeitgebers um 50% erhöhen. Ich glaube, eine solche Maßnahme würde mit Sicherheit mehr Wirkung zeigen als alle mündlichen Appelle, meine Damen und Herren. Damit der Finanzminister mit einer schwarzen Null in die Geschichte eingehen kann, hat er sich vorgenommen, ab 2015 ohne neue Schulden auszukommen. Das ist ja heute sehr oft erwähnt worden. An dieser Stelle möchte ich allerdings, ist, glaube ich, jetzt gerade nicht im Saal, aber den Kollegen Norbert Brackmann von der Union aus dem Haushaltsausschuss besonders lobend hervorheben. Er war nämlich, glaube ich, der Einzige, der heute darauf verwiesen hat, dass wir noch jede Menge alte Schulden haben. Ich glaube, das sollte bei aller Euphorie über die schwarze Null nicht vergessen werden, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, die Frage nun, wie der Haushalt entlastet. Wenn Sie eine Zwischenfrage stellen würden, gehe ich gerne darauf ein. Ansonsten geht es ja auf meine Zeit. Die Frage, wie der Bundeshaushalt vom Bundesfinanzminister entlastet wird, das ist ja etwas, was mit willkürlichen Hin- und Herschiebungen gelingt. Zum Beispiel wird der Zuschuss für den Gesundheitsfonds um insgesamt 6 Milliarden Euro für 2 Jahre gekürzt. Und ab 2017 soll es dann wieder hochgehen auf 14,5 Milliarden. Ich finde, mit diesem Hin- und Herschieben wird kein einziges Problem wirklich gelöst. Und die Verschiebung in die Sozialsysteme geht natürlich vor allen Dingen auf Kosten der Geringverdiener, die durch höhere Krankenkassenbeiträge für diese Art der kreativen Buchführung bezahlen müssen. Das finde ich ungerecht, und das lehnen wir als Linke ab. Meine Damen und Herren, zum Abschluss möchte ich noch auf 2 Kürzungspositionen, die vorgeschlagen sind, wir beschließen ja erst Ende des Jahres über den Haushalt, eingehen, die ich für nicht sachgerecht halte. Zum einen soll gekürzt werden bei der gesundheitlichen Aufklärung und zum anderen bei internationalen Aufgaben. Für die gesundheitliche Aufklärung steht ein Posten, der sowieso nicht übertrieben groß ist, zur Verfügung. Ich will daran erinnern, dass immer mehr Menschen krank werden, weil sie sich zum Beispiel falsch ernähren. Wir hatten das gerade beim Thema Verbraucherschutz. Die Lebensmittelindustrie steckt ein Vielfaches
in die Werbung für versalzene, überzuckerte und fettige Produkte. Und in dieser Situation, glaube ich, ist es nicht richtig, hier bei der Aufklärung zu kürzen. Es wäre geradezu absurd, meine Damen und Herren. Letzter Punkt. Herr Gröhe, Sie haben sehr eindrucksvoll berichtet, wie die Bundesrepublik, insbesondere das Robert-Koch-Institut, sich in der Ebola-Frage engagiert. Und darum ist es umso verwunderlich, dass bei der Kürzung gerade die internationalen Aufgaben mit vorgesehen sind. Denn in Zeiten einer globalisierten Welt muss auch ein Gesundheitsminister global denken und schnell handeln. Und ich glaube, das gelingt nicht bei einer Kürzung genau auf diesem Gebiet. Meine Damen und Herren, der Haushaltsentwurf bedarf aus Sicht der Linken einer grundsätzlichen Überarbeitung. Aber dafür haben wir bis November Zeit, und wir werden mit Elan und vielen Vorschlägen an die Sache gehen. Vielen Dank. Gesine Lötsch war das für die Linksfraktion. Ja, sie hat das Stichwort Gesundheitsfonds hier angesprochen. Und dazu muss man vielleicht noch mal sagen, dass dieser Einzelplan, der 12 Milliarden Euro Volumen hat, fast komplett als Bundeszuschuss in den Gesundheitsfonds fließt. Nämlich 2015 sollen das 11,5 Milliarden Euro sein. Jetzt geht es weiter hier in der Debatte mit Karl Lauterbach, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende für die SPD. Unternehmen wir etwas, und ich hoffe daher, dass wir Ihre Unterstützung bekommen, wenn Andrea Nahles die Antistressverordnung hier verabschieden will. Dann werde ich Sie an Ihre Worte erinnern, denn es hilft hier nicht, das Problem zu benennen, aber nicht konstruktiv mitzuarbeiten, wenn es um die Lösungen geht. Das Gleiche gilt auch für die Vorbeugemedizin. Also es ist richtig, dass wir in den Betrieben mehr Prävention brauchen. Es ist aber auch richtig, dass der Minister eben in seiner Rede noch einmal angekündigt hat, was wir schon mehrfach vorgetragen haben, dass wir noch in diesem Jahr ein Präventionsgesetz vorlegen werden, was genau diese bessere Vorsorgemedizin in den Betrieben zum Ziel hat. Somit hoffe ich dann ebenfalls auf Ihre Unterstützung. Und zum Schluss, Sie sagen, Sie beklagen, dass wir auch alte Schulden haben. Das höre ich mit großem Interesse. Das ist aber im Widerspruch zu den Vorschlägen, die wir hier fast bei jeder Plenardebatte von Ihnen hören, die darauf hinauslaufen, dass wir sogar neue Schulden machen müssen. Das ist ein Widerspruch. Ich glaube, wir haben, also wenn man auf die erste Phase dieser Regierungszeit in der Gesundheitspolitik zurückschaut, ohne dass man die Dinge, sage ich einmal, unfair, sagen wir mal, lobt oder also zu selbstgerecht darstellt. Wir haben eine Menge geschafft. Zum Beispiel ist es uns gelungen, im Bereich der Arzneimittelversorgung trotz stetig steigender Bedarfe, neuer innovativer Produkte, auch zum Teil sehr teurer Produkte, im Wesentlichen die Kosten zu begrenzen. Wir haben das Preismoratorium fortgesetzt. Wir haben den Herstellerrabatt mit 7% auf einem Niveau gehalten, wo er passt. Wir haben mit den Hausarztverträgen Anreize für die evidenzbasierte Generikabehandlung gegeben, was auch gut funktioniert. Und wir haben die Qualitätssicherung durch die Verbesserung der Chronikerprogramme, Disease Management Programme ebenfalls verbessert. Somit bekommt in Deutschland mittlerweile der größte Teil der Patienten eine wissenschaftlich gut gesicherte Medizin, dort wo möglich mit Generika und wo nicht möglich mit Generika auf der Grundlage von verhandelten Preisen unter Berücksichtigung der Kosten-Nutzen-Relation. Vor Jahren ist das nicht möglich gewesen. An diesen Reformen arbeiten wir gemeinsam seit vielen Jahren. Und das ist jetzt weitergegangen in der ersten Phase dieser Legislaturperiode. Da hat es keinen Bruch gegeben, sondern eine kontinuierliche Weiterentwicklung, für die wir im Ausland gelobt und beobachtet werden. Hier müssen wir gemeinsam weiter an einem Strang ziehen. Zum Zweiten, ich weise darauf hin, wir haben auch eine große Ungerechtigkeit in unserem System beseitigt, und zwar gemeinsam beseitigt. Da möchte ich mich noch einmal ausdrücklich auch bei den Kolleginnen und Kollegen der Union bedanken. Wir haben die, ich sage mal, Gesundheitsprämie oder kleine Kopfpauschale, wir haben sie abgeschafft. Das wäre eine nicht unerhebliche Belastung für unsere Rentner gewesen, mit einem Sozialausgleich, der von der Steuer abhängig gewesen wäre. Jetzt gibt es einkommensabhängige Zusatzbeiträge, die für den Geringverdiener, sage ich mal,
gering ausfallen, für den Gutverdiener mehr, und Arbeitslose, die Arbeitslosengeld 1 oder 2 empfangen, müssen gar keinen Zusatzbeitrag bezahlen. Ich sage mal, das ist nicht ganz die Bürgerversicherung, das räume ich hier ein, die wäre mir zu jedem Zeitpunkt lieber, aber es ist ein wichtiger Fortschritt. Und das ist auch ein wichtiger Fortschritt, wo ich sage, da muss man der Union danken. Das ist eine Richtungsveränderung, ein ganz gezielter Schritt in Richtung mehr Solidarität. Die Pflegereform wurde von Minister Gröhe schon angesprochen. Das ist auch eine Reform mit Augenmaß. Es ist klar, wenn wir jetzt in der Lage wären, den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff einzuführen, flächendeckend in ganz Deutschland sofort, dann müssten wir das tun, dann wäre es verantwortungslos, das nicht zu tun. Die Wahrheit ist aber, ein so großes Experiment, ein Pflegebedürftigkeitsbegriff, der für so viele Menschen, für mehr als 2 Millionen zu Pflegende, die Art und Weise, wie ihre Versorgung organisiert und bezahlt wird, auf einen Schlag zu verändern, das ist verantwortbar, nicht durchführbar. Da muss man mit also diesen Projekten, die wir an 4.000 also zu Pflegenden durchführen, muss man erst einmal schauen, wie funktioniert der neue Begriff. Bis dahin dynamisieren wir die Leistungen. Auch da wäre mehr möglich gewesen, aber 4% sind 4%. Wir bringen im Prinzip so etwas wie ein flexibles Budget bei der Verhinderungspflege und der Kurzzeitpflege. Das ist etwas, was in der Basis immer wieder gewünscht wurde. Das ist auch ein Vertrauensbeweis an die Angehörigen, die das Geld dann besser disponieren können, ohne dass jeder Euro genau dokumentiert werden muss. Wir gehen hin und schaffen etwa 20.000 bis 25.000 zusätzliche Betreuungsstellen. Die Betreuungsstellen, und zwar sowohl bei der teilstationären als auch bei der stationären Pflege, die Betreuungsstellen sind von absoluter Bedeutung. Das sind die Stellen, die dafür sorgen, dass in der Pflege die Menschen, die wirklich Pflege benötigen, auch gepflegt werden können, sodass die gut ausgebildeten Pflegekräfte nicht die gesamte Zeit damit verbringen, ich sage einmal Beobachtungsleistungen, also Läufe hierhin, dorthin, Gespräche führen zu können. Dann gibt es auch Menschen, die schon mal mit den zu Pflegenden sprechen, die einfach Zeit haben, die sich mal hinsetzen, die mal etwas mit dem zu Pflegenden machen. Daher sind die Betreuungsleistungen von allergrößter Bedeutung, und dass wir dort durch die Veränderung des Schlüssels mindestens 20.000 zusätzliche Stellen schaffen, das ist eine große Leistung, das wird paritätisch bezahlt, das ist eine Ausdehnung unseres Sozialstaats in eine Richtung, wo der größte Bedarf besteht, und dafür möchte ich mich auch bei allen, die mitgewirkt haben, ganz ausdrücklich bedanken. Ich selbst stehe auch zu der Schaffung der Rücklage von 1,2 Milliarden Euro. Das heißt, das bedeutet auch, unsere gesamte Fraktion steht dazu. Wir sind der Meinung, wir haben das beschlossen. Das ist keine unsinnige Verwendung. Wir haben die Herausforderung an die Babyboomer-Generation, die dann als Kollektiv in die Pflegebedürftigkeit irgendwann übertreten wird. Wir haben den Bedarf, dann auch Geld zurückgelegt zu haben. Da kann man sagen, das verzinst sich nicht so gut, aber es ist besser, ich habe etwas zurückgelegt bei niedriger Verzinsung, als dass ich gar nichts habe. Und somit diese Rücklage zum Entsparen im Jahr 2035, das ist etwas, wozu wir gemeinsam stehen, das ist etwas Sinnvolles, gepaart mit den Verbesserungen der Pflegeleistungen und einer Investition in die Vermeidung der Pflegebedürftigkeit durch eine bessere Hausarztmedizin, durch eine bessere Prävention und durch eine bessere Integration der Leistung, machen wir damit unser Pflegesystem langfristig bezahlbarer und auch leistungsgerechter. Ich komme zum Abschluss auf den Krankenhaussektor. Da haben wir vieles vor. Wir müssen im Krankenhaus aus meiner Sicht in allererster Linie ein Problem lösen, was also wichtiger sein wird mittelfristig als jedes andere Problem im Krankenhaussektor. Dieses Problem ist damit zu beschreiben, dass wir in der Qualifikation und auch in der Zahl in den Krankenhäusern in Deutschland mittelfristig viel zu wenige Pflegekräfte haben werden. Wir werden zu wenige Pflegekräfte insbesondere in der Stationspflege haben. Die Funktionspflege, das wird noch einigermaßen funktionieren, aber an der Stationspflege haben meistens die Krankenkassen kein großes Interesse, weil das sich nicht widerspiegelt in den, sagen wir mal, Gesamtausgaben, wie die Krankenhäuser die Mittel verwenden, ist der Krankenkasse egal.
In den Krankenhäusern sind es oft die Ärzte, die um Einkünfte konkurrieren mit den Pflegekräften, somit im Prinzip den Kuchen dort noch kleiner machen. Und es ist auch so, dass, sagen wir mal, Gewinne gemacht werden sehr häufig kurzfristig, indem in der Pflege gespart wird. Und dieses Sparen bei der Pflege ist für die Patienten sehr gefährlich, weil das einer der wichtigsten, das ist einer der wichtigsten Gründe für vermeidbare Krankenhausinfektionen. Und vermeidbare Krankenhausinfektionen bedeuten, derjenige, der diese Infektion bekommt, der wird krank an etwas, was mit seiner Krankheit, für die er in die Klinik gekommen ist, nichts zu tun hat. Hier werden zum Teil Menschen schwer krank und versterben nach Routineeingriffen, wo sie niemals mit einer solchen Komplikation gerechnet haben. Langfristig werden da die Stationen und die Kliniken, wenn wir hier nicht gegensteuern, zu einem Sicherheitsrisiko für die Patienten. Das müssen wir vermeiden. Das wird bei allen Manövern, die wir in der Krankenhausreform machen, das sind eine ganze Menge, wird das unser wichtiges Ziel sein müssen. Denn wenn wir jetzt nicht wieder steuern, wenn wir jetzt nicht dagegen steuern, dann gewinnen wir die jungen Leute nicht, die wir für die Pflege brauchen. Denn ein Beruf, der unterbezahlt wird, wo man ausgestresst ist, wo man sozusagen vom Burnout bedroht wird, wo man in der Hierarchie ganz unten ansteht, das ist nicht der Beruf, für den ich heute junge Leute, die mit guter Qualifikation sich heute die Stelle aussuchen können, gewinnen kann. Daher brauchen wir dort die Unterstützung aller im Haus. Und ich bin sicher, dass wir zum Schluss auch bekommen werden. In diesem Sinne danke auch ich Ihnen für die vorzügliche Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Karl Lauterbach war das, der Fraktionsvize für die Sozialdemokraten. Und jetzt geht es weiter mit Ekin Deligöz für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, die Haushälterin. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ich mir den Etat 2015 des Gesundheitsministeriums anschaue, sehe ich vier große Baustellen. Das eine ist sicherlich die Pflegereform. Das zweite ist die globale Minderausgabe. Das dritte die verschiedenen Modellmaßnahmen. Und die größte Baustelle überhaupt, das ist der Bereich Bundeszuschuss an Gesundheitsfonds. Durch die Senkung des Beitrages fehlen den Kassen schlicht und einfach mehrere Milliarden. Und die Versicherten werden das ausgleichen müssen. Und immer mehr Kassen, und das ist ein großes Thema bei diesem Haushalt, kündigen jetzt schon an, dass sie Zusatzbeiträge einnehmen müssen. Und Zusatzbeiträge bleiben Zusatzbeiträge. Die kann man nicht sozial begründen, sondern zunächst einmal sind es Kosten. Und zusätzlich dazu kommen die weiteren 2,5 Milliarden Bundeszuschuss an, die dem Gesundheitssystem noch mehr belasten werden. Und das bei gleichzeitigem Anstieg der Ausgaben für Gesundheit und Behandlung in dieser Gesellschaft, die auch vom demografischen Wandel betroffen ist. Das ist nichts, was man übergehen kann. Und vor allem, ich kann nicht aufhören, immer wieder zu sagen, dieser Bundeszuschuss ist keine Gefälligkeitszahlung. Es ist die Solidarisierung der Steuerzahler mit den Erziehenden, mit den Familien, mit den Kindern in einem gesetzlichen Versicherungssystem und für diese berühmten versicherungsfremden Leistungen. Deshalb ist es auch keine Großtat und deshalb werden wir auch da einen Änderungsantrag am Ende stellen, das zu ändern, weil Sie mit diesen Kosten schlicht und einfach die Entwicklung der Mehrbelastungen für die Versicherten geradezu von vornherein mit anlegen und steigern. Und wer sind die Versicherten? Das will ich auch noch mal dazu sagen. Wir reden in der Statistik 2010 davon, dass die Hälfte der Versicherten im gesetzlichen Versicherungssystem ein Monatsbrutto unter 1.500 Euro haben. Selbst wenn ich die ALG-2-Empfänger rausziele und diejenigen sagen, das ist prozentual angerechnet, für diese Familien sind diese Kosten schlicht und einfach real vorhanden. Sie müssen sie tragen. Sozial gerechte geht anders, und zwar genau nicht so, sondern durch eine Entlastung und nicht durch stärkere Belastung. Ich wünschte mir, wir hätten den Mut, gerade in so einer Phase, wo es uns gut geht, dass wir eben die Haushaltskonsolidierung nicht auf Kosten dieser Versicherungsbeitrages machen, sondern dass wir strukturelle Reformen anschauen. Da gehört die Bürgerversicherung mit dazu. Da fallen mir auch noch ein paar andere Einzelpläne an, wo wir sehr wohl rangehen könnten, zum Beispiel an Subventionenabbau außerhalb Ihres Haushalts. Aber diesen Mut leider, den vermissen wir im gesamten Haushalt durchgehend in allen Einzelplänen. Nehmen wir das Beispiel
Pflege. Ja, Herr Minister, wir unterstützen Sie absolut, dass wir da Leistungsverbesserungen brauchen, dass wir die Belange der Pflegebedürftigen und der Angehörigen ernst nehmen müssen. Wir sind da komplett bei Ihnen, dass es an der Zeit ist, das Ganze zu überdenken und dass Sie da ein paar Schritte annehmen, die wir durchaus mittragen können. Aber die wichtigen Fragen, die lassen Sie offen. Wir brauchen eben gerade da keine kleinen Schritte, sondern wir brauchen auch da einen Systemwechsel hin zu einer Pflegebürgerversicherung. Und wir brauchen auch den neuen Pflegebegriff, weil das eigentlich die Grundlage des Wandels ist und nicht am Ende eines Prozesses stehen kann. Deshalb wünschte ich mir da, dass wir da ein bisschen schneller in den Schritten vorangehen. Was ich aber für einen schwierigen Strukturwandel halte, ist das, was Sie vorschlagen mit dem Pflegevorsorgefonds. Und da will ich auch tatsächlich als Haushälterin argumentieren. Natürlich sagen Sie, damit bauen wir ein Stück weit den demografischen Wandel vor. Auf das, was kommt, müssen wir uns vorbereiten. Aber es wird nicht funktionieren. Warum wird das nicht funktionieren? Irgendwann mal geht der Anteil der Menschen, die versichert sind, zurück. Aber auch der Anteil der Beitragszahlerinnen und Zahler geht zurück. Und dadurch bleiben die Beitragszahler auf den Kosten. Der Beitragssatz wird konstant bleiben, wenn nicht gar trotzdem steigen. Und da, wir haben nicht das erreicht, was eigentlich erreicht werden soll. Aber bis dahin gibt es auch noch einen Weg, nämlich dass wir relativ viel Geld, Riesensummen ansparen. Und das muss man doch aus dem, was wir gerade in allen anderen Bereichen machen, gerade auch lernen, die Begehrlichkeiten in der Politik auf angesammeltes Geld in öffentlicher Hand. Das wird kommen. Die Frage ist, ob Sie überhaupt diese angesammelten Riesensummen bis dahin retten können, ohne dass diese Begehrlichkeiten sich nicht durchsetzen. Und diese Kritik kommt nicht nur von den Grünen, sondern es kommt auch von Ihren eigenen Reihen und bei verschiedenen Anhörungen auch von vielen Sachverständigen. Ich finde, mit dieser Kritik müssen Sie sich auseinandersetzen und ernst nehmen, weil es, wenn es um Nachhaltigkeit geht, dann können wir das nicht verspielen, sondern wir müssen es wirklich auch ernst nehmen und ernst machen und konsequent durchsetzen. So wird es nicht funktionieren. Ich will noch drei kleinere Punkte nehmen. Das eine ist die globale Minderausgabe in Ihrem Haus. 6,5 Millionen klingt wenig, ist es aber nicht. In diesem Haushalt haben Sie wenig Spielraum. Und wenn Sie daran noch kürzen, dann müssen Sie irgendwo ran. Ist es die Krebsforschung? Sind das die chronisch Kranken? Sind es womöglich andere Modelle? Wie auch immer. Das wird schmerzen. Und ich hoffe, wir finden einen Weg, wie wir das womöglich gemeinsam umgehen können. Der zweite Punkt, die seltenen und die vernachlässigten Krankheiten. Ich bin froh, dass wir das bereits im 2014er Haushalt als Grüne thematisiert haben und wir werden auch konsequent da dranbleiben. Und all das, was über Ebola-Epidemie hier ausgeführt wird, bestätigt mich darin, dass wir dieses Thema nicht zu gering schätzen können. Es ist auch unsere Pflicht als Haushälter, Antworten auf diese Herausforderungen zu finden und diese Möglichkeiten Ihnen im Haus auch zu verschaffen. Und zuletzt, nicht zuletzt, die Drogenmodellmaßnahmen. Es war ein Anliegen von den Grünen, dass hier nicht gekürzt wird. Ich danke Ihnen, Herr Minister, dass Sie die Anregung von uns aufgenommen haben, im Bereich Crystal Meth etwas aktiver zu werden und Projekte zu fördern. Die öffentliche Debatte zeigt, dass es an der Zeit ist. Aber, und jetzt kommt das große Aber, unser Antrag lautete, die Maßnahmen hier nicht zu kürzen. Sie haben zwar neue Projekte, aber die werden gegebenenfalls durch die Info-Knotenstellen im Bereich der Sucht. Das ist wirklich mehr als bedauerlich. Deshalb werden wir auch an diesem Punkt dranbleiben. Ein paar andere kleine Punkte fallen mir noch auf. Bei den ersten zwei Punkten, da haben wir, danke, Minister, letzter Satz, bei den ersten beiden haben wir einen politischen Dissens. Das wird so bleiben. Bei allen anderen Punkten hoffe ich auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Rudolf Henkel, CDU-CSU-Fraktion. Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, worum geht es eigentlich, wenn wir einen solchen Haushalt wie den über Gesundheit diskutieren? Ich glaube, es geht um genau die gleichen Aufgaben, die all die Menschen, denen wir im Gesundheitsbereich dankbar sein können für ihre Leistungen, die die sich zur Aufgabe gestellt haben. Leben retten, Gesundheit erhalten, Krankheit heilen, Leiden lindern und Sterbenden helfen. So gut es geht. Das genau ist der Grund dieser Haushaltsberatung,
Das genau ist der Zweck der Arbeit des Ministeriums. Das genau ist unsere Aufgabe, wenn wir über diesen Haushalt diskutieren. An diesen Zielen können wir uns messen lassen und müssen wir uns messen lassen. Und ich weiß, dass wir natürlich mit Recht diese Debatte haben über Wartezeiten. Aber ich will trotzdem auch sagen, dass in kaum einem anderen Land der Welt die Wartezeiten auf einen Termin für eine notwendige Operation so kurz sind wie bei uns. Ich will auch sagen, dass in kaum einem anderen Land der Welt die Eigenbeteiligung an den Kosten für Gesundheit niedriger ist als hier. Und ich will auch sagen, dass in kaum einem anderen Land der Welt die Versorgung der Kranken, die auf der Schattenseite der Gesellschaft leben, so zuverlässig ist, wie das in Deutschland der Fall ist. Und es lohnt sich, sich dafür einzusetzen, dass das auch in Zukunft so ist. Und damit das in Zukunft so ist, müssen wir daran festhalten, einen Dreiklang in den Rahmenbedingungen herbeizuführen und aufrechtzuerhalten. Und dieser Dreiklang besteht aus einer guten wirtschaftlichen Entwicklung. Gute wirtschaftliche Entwicklung nützt der Leistungskraft im Gesundheitswesen. Eine gute Beschäftigungslage nützt der Finanzkraft der gesetzlichen Krankenkassen. Und stabile öffentliche Finanzen helfen uns zu vermeiden, dass wir Geld in Zinszahlungen verbrennen und dass wir stattdessen mehr Spielräume haben. Und weil wir uns dieses Zusammenhangs bewusst sind, stabile öffentliche Finanzen, Wachstum und Beschäftigung, beraten wir heute zum ersten Mal einen Bundeshaushalt mit Punktlandung ohne Neuverschuldung zum ersten Mal seit 1969. Und dass das ohne steigende Steuern geht und dass wir damit ein wesentliches Versprechen erfüllen, das ist schon ein Grund für eine Genugtuung. Ich bin ja kein Anhänger von Stolz, aber Genugtuung, das darf an einem solchen Moment, glaube ich, sein. Wir halten die nationale Schuldenregel mit großem Sicherheitsabstand ein. Und bis zum Ende des Jahres 2015 wird die tatsächliche Neuverschuldung kumuliert um rund 100 Milliarden Euro unter der nach Schuldenregel zulässigen Neuverschuldung liegen. Das ist auch vorbildlich für andere in Europa. Und wenn ich mir als verflossener Abgeordneter im Landtag von Nordrhein-Westfalen einen kleinen Blick auf mein Heimatland, wo ja morgen Haushaltsdebatte stattfindet und ein Nachtragshaushalt beraten wird, nur einen kleinen Blick erlauben darf, wie man sich dort quält. Alleine durch diesen Nachtragshaushalt, der für 2014 vorgelegt ist, steigt die Neuverschuldung dort von 2,4 auf 3,2 Milliarden Euro. Und mit dem Haushalt 2015 kommen nach der Schätzung des dortigen Finanzministers weitere 2,3 Milliarden Euro hinzu. Und lieber Herr Kollege Lauterbach, ja, natürlich mag das sein, dass in Zeiten, in denen nicht jede Kostenentwicklung im Gesundheitsbereich sich abbildet, in den Vergütungen, beispielsweise auch der Krankenhäuser, da mag man davon sprechen, dass manche Krankenhäuser in der Tat mehr Leistungen, die sie für Arztstellen haben, dann damit beantworten, dass sie in der Pflege dort nicht das tun, was notwendig ist. Aber gestatten Sie mir doch den kleinen Hinweis als jemand, der das nun lange mitverfolgen kann. Der Hauptgrund dafür, warum es Krankenhäusern finanziell schlecht geht, ist nicht die Tatsache, dass wir hier auf der Bundesebene Stop-and-Go-Betrieb bei der Finanzierung der Krankenhäuser haben, denn das ist ja auch die Wahrheit, das haben wir ja, sondern der Hauptgrund ist das Versagen etlicher Bundesländer, und Nordrhein-Westfalen gehört leider zu denen dazu, trotz dieser Schuldenentwicklung, bei der Investitionsfinanzierung der Krankenhäuser. Wenn man sich anguckt, dass wir heute bei einem Bedarf von 6 Milliarden Euro 2,7 Milliarden Euro haben, die von den Ländern bereitgestellt werden, und dass die Krankenhäuser eben nicht die Betriebs
Kosten durch Abschreibungen für die Investitionen ausgleichen können, dann finde ich, ist das zumindest eine Aufgabe, der wir uns dann, wenn im Dezember die Vorschläge kommen aus der Bund-Länder-Kommission, dann sicher widmen werden. Und ich bin froh, dass die Durchsetzungsstärksten von uns und dass die, die am besten unterrichtet sind, und dazu gehören ja auch Sie, Herr Lauterbach, dort mitwirken. Das ist sehr gut. 10 Jahre nach dem Rekordschuldenstand in Höhe von damals 8,3 Milliarden Euro steht die gesetzliche Krankenversicherung, verehrte Frau Deligöz, weiter auf einem sehr soliden finanziellen Fundament. Und der Gesundheitsfonds und die Krankenkassen verfügen am Ende des ersten Halbjahres über Reserven in einer Größenordnung von rund 26,6 Milliarden Euro. 16,2 Milliarden bei den Krankenkassen, rund 10,4 Milliarden Euro beim Gesundheitsfonds. Und deswegen, glaube ich, habe ich Verständnis dafür, wenn Sie versuchen, immer wieder etwas zu bemäkeln. Aber die Wirklichkeit ist doch, dass der Gesundheitsfonds und die Liquiditätsreserve so ausgestattet sind, dass es nicht etwa wegen der Haushaltstechnik zu steigenden Beiträgen kommt, sondern das führt lediglich zu einem Schwanken der Reserve, die da ist. Und das zeigt die Stabilität einer Finanzarchitektur, für die wir alle gemeinsam auch sehr viel getan haben. Und deswegen finde ich, Sie streuen dort den Menschen ein bisschen Sand in die Augen, weil Sie sie auch auf einen Irrweg locken. Meine Damen und Herren, unser Bundesminister für Gesundheit, Hermann Gröhe, hat auf Vorhaben hingewiesen, wie wir sie in dem nächsten Jahr und schon beginnend im nächsten halben Jahr hier auch als Gesetzgeber diskutieren werden. Die Versorgungsstrukturfrage, die Frage des Megathemas Krankenhaus, die dann kommen wird, wenn die Bund-Länder-Kommission ihre Ergebnisse vorlegt, die Frage der E-Health-Thematik. Ich will auf einen Punkt, der mir besonders am Herzen liegt, aufmerksam machen, das ist das Thema Prävention. Weil ja, Prävention, und zwar sowohl Verhaltensprävention als auch Verhältnisprävention, ist von einer zentralen Bedeutung. Und vielleicht ist sie die einzige Chance, künftige Kostenbelastungen, die wir sonst hätten, zu senken, wenn es uns gelingt, die Menschen für Prävention zu gewinnen und ihnen die Prävention auch so zu organisieren, dass sie sie tatsächlich nutzen. Und ich glaube, das ist der eigentliche Auftrag, wenn wir über dieses Präventionsgesetz sprechen. Meine letzte Bemerkung: Wir werden ja im Lauf der kommenden Monate auch über das Thema der Suizidassistenz sprechen. Ich war heute in der Diskussion des Justizhaushaltes, und da hat jemand in der Debatte gesagt, wenn wir dieses Thema bekommen, dann soll man das nicht mit ethischen Grundsatzfragen überladen. Ja, das mag ja alles so sein, aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, auch sich darauf zu besinnen, ob das Leben in des Menschen Hand gegeben ist, ob wir das Leben erwerben wie ein Gut, das in unser Eigentum rückt. Niemand verdankt sich selbst sein Leben selbst. Und weil das so ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, glaube ich auch nicht, dass es weder das eigene noch das fremde Leben in unsere eigene Verfügung gegeben ist. Und deswegen finde ich, gehört auch das zu einer solchen Debatte dazu. Ich bedanke mich sehr, dass Sie mir zugehört haben. Herr, vielen Dank. Rudolf Henke war das für die CDU-CSU-Fraktion, stellvertretender Vorsitzender des Gesundheitsausschusses. Und ihm folgt jetzt Pia Zimmermann für die Linksfraktion, die Sprecherin für Pflegepolitik ihrer Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich selber habe viele Jahre in der Pflege gearbeitet und habe in den letzten Wochen und Monaten Pflegeeinrichtungen besucht und dort mit den Kolleginnen und Kollegen gesprochen, aber auch mit den Pflegebedürftigen und mit den Angehörigen. Und drei ganz gravierende Punkte sind mir dabei immer wieder aufgefallen. Nämlich zum einen, dass alle klagen über zu wenig Zeit für gute Pflege. Zweitens, dass es einen Mangel gibt an Selbstbestimmung. Was wird denn mit mir als zu Pflegender getan? Und der dritte Punkt war die unzureichende und unübersichtliche gesamte Pflegeinfrastruktur in unserem Land.
Herr Minister Gröhe, Sie müssen, denke ich, an Ihrem pflegepolitischen Leitsatz handeln. Sonst wird es weiter so sein, dass diese Bundesregierung die Probleme, die wir in der Pflege haben, nicht anpackt. Denn Ihre sogenannte oder Ihr sogenanntes Pflegestärkungsgesetz ist eine Mogelpackung. Die Leistungen der Pflegeversicherung werden nämlich faktisch nicht erhöht, sondern nur an die Kostenentwicklung der letzten Jahre angepasst. Und das auch noch schlecht. Und das, was Sie jetzt machen, ist eine Nachholung, was in den letzten Jahren versäumt wurde. Eine qualitative Verbesserung der Pflege ist dabei nicht rausgekommen. Und das, Herr Minister Gröhe, ist eine Pflegepolitik, die ziemlich fahrlässig ist. Und ich bin auch der Meinung, dass die Alarmsignale, die wir haben, längst bei Ihnen angekommen sein müssen. Denken Sie doch einmal daran, an die vielen Überlastungsanzeigen von Pflegekräften, die steigen, die uns zeigen, wie überlastet die Menschen dort in diesem Beruf sind. Und schauen Sie doch einmal darauf, auf die Verweildauer in den Pflegeberufen, die 7 Jahre kaum übersteigt. Das muss uns doch deutlich machen, dass die Menschen, die dort pflegen, am Limit sind, weil Personal fehlt, weil der Arbeitsdruck steigt und weil sie ihre Arbeit nicht mehr so machen können, wie sie es in der Ausbildung gelernt haben und zudem kommen noch dazu, dass sie am Ende schlecht bezahlt werden. In diesem Zusammenhang, meine Damen und Herren, möchte ich ganz ausdrücklich meine wirklich schlimme Empörung darüber zum Ausdruck bringen, dass der Betreiber Mantra Sozial GmbH des Seniorenheimes Haus der Geborgenheit in Recklinghausen 11 Pflegerinnen gekündigt hat, die eine Überlastungsanzeige geschrieben haben. Meine Damen und Herren, so geht es nun wirklich nicht. Aber solange Pflege dem Wettbewerb ausgesetzt ist und nur dem Profit anstatt Wohlbefinden und gute Versorgung zählt, wird sich hier auch nichts ändern. Der Zusammenhang zwischen der Personalsituation und der Versorgungsqualität ist bekannt. Wieso klingelt denn hier Präsident andauernd? Und somit ist doch eines klar, wir benötigen endlich höhere Pflegesätze für eine bessere Finanzierung der professionellen Pflege. Aber meine Damen und Herren, alleine das reicht nicht. Wir benötigen ebenso eine bundeseinheitliche, verbindliche Personalausstattung in der stationären Altenpflege. Denn diese massive Unterdeckung darf nicht weiter auf dem Rücken der Angestellten und zulasten der Pflegenden und der Patienten und Menschen mit Pflegebedarf ausgetragen werden. Viele Bedürftige haben mir gesagt, dass ihre Selbstbestimmung wirklich nicht mehr wahrgenommen wird in ganz vielen Fällen. Ich will das am Beispiel einer 92-jährigen Heimbewohnerin, die ich getroffen habe, deutlich machen, die sehr wohl in der Lage ist, ihren Toilettengang alleine zu bewältigen, das aber nicht machen kann, weil die persönliche Assistenz, die sie dazu benötigt, nicht mehr hat, weil die Zeit fehlt. Und wie wird nun ausgeholfen? Es wird ausgewichen auf Inkontinenzvorlagen und damit kann die Frau dann im Bett bleiben und braucht nicht mehr zur Toilette gebracht werden. Und meine Damen und Herren, das sind skandalöse Zustände, das sind Auswirkungen einer verfehlten Pflegepolitik der letzten Jahre. Meine Damen und Herren, gute Pflege achtet die Würde der Pflegebedürftigen. Dieser Grundsatz muss endlich Eingang in Ihre Politik finden. Meine Damen und Herren, am 21. September jährt sich der Welt-Alzheimer-Tag zum 20. Mal. An diesem Tag soll auf die schwierige Situation von Menschen mit dementiellen Erkrankungen und ihre Familien aufmerksam gemacht werden. Und er soll auch darauf aufmerksam machen, dass diese Situation veränderbar ist. Sie ist veränderbar durch politisches Handeln. Die etwa 1,5 Millionen an Demenz erkrankten Menschen werden aber nicht dieses und auch nicht nächstes Jahr in der Pflege mehr Unterstützung erfahren, nämlich so viel Unterstützung, wie sie tatsächlich brauchen, um ihr Leben auch würdevoll zu gestalten. Und ob es überhaupt noch in dieser Legislaturperiode passieren kann, steht ja noch in Frage. Denn wenn es tatsächlich hier ernst wäre mit vollumfänglicher Pflege, warum haben wir dann schon jetzt nicht die gesetzliche Grundlage für die Einführung des neuen Pflegebegriffes, der endlich auch den demenziell Erkrankten angemessen helfen kann und der sie auch angemessen erfassen kann?
Und ich will Ihnen auch gleich die Antwort darauf geben. Das passiert nicht, weil diese grundlegende Neuausrichtung der Pflege einfach zu teuer ist. Herr Minister Gröhe, und eins ist doch schon mal klar, gute Pflege kostet nun mal Geld, die gibt es nicht zum Nulltarif. Und die geplanten Erhöhungen der Beitragssätze reichen da eben bei Weitem nicht aus. Unser Konzept der solidarischen Bürgerinnen- und Bürgerversicherung schafft eine gute Finanzierung und zudem entlastet sie niedrige und mittlere Einkommen und nimmt hohe Einkommen in die Verantwortung. Haben Sie einfach endlich mal den Mut dazu, mit einer gerechten Pflegefinanzierung diese Sachen auszumerzen, zu einer guten, auskömmlichen Pflege zu kommen. Haben Sie den Mut, die Chefärztin und die Pflegekraft entsprechend ihres Einkommens genauso an der Pflegeversicherung zu beteiligen? Also kommen wir dazu, eine Ausweitung der Beitragspflicht auf alle Einkommen und Einkommensarten, also zusätzlich zu den Löhnen auch Unternehmensgewinne und Kapitalerträge mit einzubeziehen, und die Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze, das wäre doch wirklich eine gerechte Angelegenheit. Und zudem dürfen wir nicht vergessen, die Integration der Privaten in soziale Pflegeversicherung, und dass das möglich ist, das haben wir schon gelernt an einer anderen Versicherungsart. Da braucht man nicht darauf einzugehen, dass das nicht möglich wäre. Wir sind die Linke. Zimmermann, jetzt leuchtet. Der letzte Satz. Wir Linke sind die Partei der Pflegegerechtigkeit, und wir fordern Sie auf, Herr Minister Gröhe, packen Sie das Problem der Pflege endlich ernsthaft an, denn gute Pflege ist ein Menschenrecht. Vielen Dank. Pia Zimmermann war das. Sie hat hier in ihrer Funktion als pflegepolitische Sprecherin der Linksfraktion natürlich die Pflegereform, die anstehende, im Fokus gehabt. Der erste Teil, der ist ja bereits im parlamentarischen Verfahren, nämlich hier im Juli, beraten worden. Da geht es ja um die Stärkung der häuslichen Pflege. Aber man ist hier noch relativ am Anfang. Jetzt schauen wir ans Rednerpult. Dort steht jetzt bereit Petra Hinz für die SPD. Ich habe in den zurückliegenden, so fange ich jetzt fast eigentlich jedes Mal an, zumindest in diesem Jahr, weil wir zwei Haushalte zu beraten haben, bin ich immer wieder sehr erstaunt darüber, dass wir fast gebetsmühlenartig hier erklären, Frage Gesundheitsfonds, welche Auswirkungen, das, was wir im Bereich der Pflege aufbringen, auf den Weg bringen, und es wird einfach nicht positiv zur Kenntnis genommen. Nicht, weil es darum geht, uns einfach Recht zu geben, sondern in dem Fall muss man einfach auch zur Kenntnis nehmen, was richtig ist. Frau Zimmermann, ich beziehe mich jetzt auf Sie, ich könnte aber auch zu den Grünen Frau Deligüs mich beziehen. Etwas einfach nur, ich sag mal, zu skandalisieren oder Dinge zu überzeichnen, nicht um etwas positiv nach vorne zu bringen, so wie Sie jetzt gerade gesagt haben, die Pflegepolitik ist fahrlässig, oder was Sie ansonsten noch in dem Bereich gesagt haben, das hat eine Wirkung. Eine Wirkung, dass Sie im Prinzip alles das überdecken, was tatsächlich auf den Weg gebracht ist, welche Chancen die Menschen haben, die gepflegt werden und die pflegen, dass sie tatsächlich auch informiert werden darüber, was sie für Möglichkeiten und was sie für Rechte bekommen. Bringen Sie sich bitte in den tatsächlichen parlamentarischen Dialog ein, mit allen Einzelfällen, die es in der Tat gibt, aber nehmen Sie auch zur Kenntnis, dass die Pflegepolitik, die diese Koalition auf den Weg bringt, weder fahrlässig noch sonst wie ist. Und nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass im Bereich des Gesundheitsfonds es nicht dazu führt, dass die Kassen geplündert werden, sondern ganz im Gegenteil, das Geld, was jetzt nicht benötigt wurde, eben in den Haushalt investiert wurde für andere Dinge. Und das ist auch richtig so in dieser Frage. Ich habe im Rahmen der Haushaltskonsolidierung meiner Stadt, in der Stadt Essen, dort sehr deutlich gemacht, weil es auch darum die Frage der Konsolidierung ging. Und das mache ich jetzt hier auch. Es Konsolidierung oder Einsparung oder keine Neuverschuldung mehr zu bekommen, das Ziel, das ist nicht das oberste Ziel. Und das ist auch nicht das Ziel schlussendlich, damit man sagen kann, man macht eine gute Politik. Aber
eingespart. Und eine Neuverschuldung zu verhindern, ist doch eine sehr gerechte Angelegenheit, wenn es denn darum geht, mit den restlichen Mitteln tatsächlich die richtigen Prioritäten zu setzen. Und gerade im Gesundheitsbereich, geht es oft um Querschnittsthemen. Deswegen bin ich sehr froh darüber, dass wir im Bildungsbereich mehr investieren, dass wir tatsächlich es geschafft haben, in dieser Koalition auch soziale Stadt als Programm wieder mit mehr Geld auszustatten, dass wir Geld in Maßnahmen investieren im Bereich Umweltschäden zu verhindern, wie zum Beispiel Lärmsanierung an Bahnschienen oder Lärm zum Schutzvorbeugung von Verkehrslärm bzw. Fluglärm. Warum sage ich das? Investition in Bildung ist gerade bei uns im Bereich von Gesundheit sehr wichtig. Da gibt es auch einschlägige Literatur, die sehr deutlich macht, dass gerade die Menschen, die ausgebildet sind, die entsprechend informiert und aufgeklärt sind, ein wesentlich stärkeres Bewusstsein haben, auch im Bereich ihrer Gesundheitsvorsorge. Und insofern ist die Investition in Bildung, in Aufklärung und in unserem Bereich, im Gesundheitsministerium, im Bereich Forschung, Entwicklung und Aufklärung genau die richtige Investition. Ich möchte noch einmal zu dem Punkt kommen, Pflegepolitik ist hier fahrlässig. Frau Zimmermann, es ist gerade von meinen Fachkollegen schon sehr ausführlich, aber auch vom Minister sehr deutlich dargelegt worden, welche Dinge in diesem Jahr noch angegangen werden sollen. Wir als Haushälter haben die Aufgabe, all das, was die Fachpolitiker und auch das Ministerium im Laufe des Jahres diskutieren, auf den Weg bringen, auch nachzuvollziehen, dass es auch tatsächlich im Haushalt so umgesetzt wird. Deswegen belasse ich es einfach bei Spiegelstrichen, weil es inhaltlich schon diskutiert wurde, den Alltag der zu Pflegenden und der Pflegerinnen und Pfleger zu verbessern. Das wird auf den Weg gebracht. Die Pflege muss genauer bzw. auf den Punkt abgestimmt werden. Und auch das sieht das Gesetz vor. Wir werden die Leistungen verbessern. Und auch das sieht das Gesetz vor. Das ist mehrfach hier in dieser Form beschrieben worden. Wie gesagt, die pflegenden Angehörigen werden gestärkt. Jeder, der schon mal Angehörige gepflegt hat, Familienmitglieder gepflegt hat oder es mitbekommen oder auch Altenheime, Pflegeheime aufgesucht hat, um sich zu erkundigen, weiß, was dort geleistet wird. Und deswegen ist dieser Punkt ganz besonders wichtig. Auch die Frage von Zeit, dass gerade denen, auch darüber ist schon berichtet worden, dass die pflegen, Zeit brauchen, ob jetzt die Angehörigen oder tatsächlich in den Pflegeheimen, dass dort für den Betroffenen wesentlich mehr Zeit gegeben wird. Auch dieses sieht das Gesetz in dieser Form vor. Der Pflegebereich, der Einzelplan 15, Gesundheit und Pflege, ist immer wieder auch ein Querschnittsbereich. Der Bereich Pflege und Ausbildung, Veränderung des Berufsbildes, nicht nur der Pfleger, sondern auch die medizinische Veränderung, auch da die Ausbildung wird im Bereich Forschung, aber nicht nur in unserem Einzelplan auf den Weg gebracht, sondern auch im Bereich von Bildung und Forschung in einem anderen Ressort von Frau Wanker. Einmal die Eckdaten unseres Regierungsentwurfs, über welchen wir in den nächsten Wochen und Monaten zu besprechen haben. 12,1 Milliarden Euro. 78,3 Millionen Euro, das ist eigentlich die Masse, worüber wir im Einzelnen zu besprechen haben. Da geht es um Forschungsvorhaben, da geht es um Modellprogramme, da geht es um Maßnahmen zur gesundheitlichen Aufklärung. Und gerade da in dem Bereich muss auch weiter investiert werden. Es geht um Kampagnen zur Information der Bevölkerung. Und auch unter anderem ein ganz wichtiger Punkt, und da bin ich dem Herrn Minister sehr dankbar dafür, dass er es auch angesprochen hat, ich denke stellvertretend für uns, die Frage Ebola und inwieweit da auch unser Robert-Koch-Institut hier wirklich international gefragt ist. Auch da ist nochmal allen Helferinnen und Helfern Dank gesagt. Eins werde ich Ihnen zusagen als Hauptberichterstatterin für unser gemeinsames Ministerium. Dieses Protokoll, welches heute hier angefertigt wird, mit allen Vorwürfen, mit allen unzutreffenden, aber auch zutreffenden Hinweisen, Anregungen, werden wir in unserem Berichterstattergespräch gerne auswerten. All diese Fragen werden wir nochmal schlussendlich klären. Und ich habe dann die Hoffnung, dass wir dann in unserer abschließenden Debatte Ende des Jahres tatsächlich aufhören, dass hier Dinge behauptet werden, die eindeutig nicht stimmen. Wir haben im Bereich der Modellmaßnahmen zum Beispiel auch die Förderung der Kindergesundheit.
Im zurückliegenden Haushalt 2014, den wir jetzt gerade erst verabschiedet haben, wir haben jetzt in 2015 diesen Betrag noch einmal angehoben auf 1 Million Euro. Wir müssen dort genau nachfragen, was im Einzelnen vorgesehen ist. Insgesamt erwarte ich von dem Ministerium, dass im Bereich der Modellmaßnahmen wirklich im Detail uns dargelegt wird, welche Maßnahmen auf den Weg gebracht worden sind, auf den Weg gebracht werden, welche Evaluierungen vorliegen, sodass wir dann tatsächlich bzw. der Fachausschuss auch dort mitarbeiten kann. Im zurückliegenden Haushalt haben wir, und das war mir ein sehr wichtiges Anliegen, das Thema HIV-infizierter Personen durch Blutprodukte, die also unverschuldet in der Tat in eine ganz, ganz menschliche, an der lebensbedrohliche Situation gekommen sind, haben wir es geschafft, mit 10 Millionen Euro noch einmal mit der Zustiftung zumindest bis zum Jahr 2017 die Finanzierung in dieser Form zu gewährleisten. Das heißt nicht, dass darüber hinaus auch weitere Finanzierungen von uns gewährleistet werden. Sie haben zugesagt, dass Sie mit den entsprechenden Vertretern Land, DRK und der Wirtschaft, mit den Ländern DRK und der Wirtschaft sich weiter an den Tisch setzen, um da zu einer zufriedenstellenden Regelung zu kommen. Auch da möchte ich Sie bitten, im Berichterstattergespräch darauf aufmerksam zu machen. International uns zu informieren. Internationale Beziehungen, auch das ist hier angesprochen worden. Und ich möchte in dem Bereich auch die WHO benennen, wo wir, ich denke mal, als drittgrößter Beitragszahler ja nun nicht gerade unerheblichen Beitrag leisten. Im Oktober, um auch da mal zu zeigen, wie nah uns die WHO ist, im Oktober treffen sich dort die gesunde Städte, ein Netzwerk, wo sich die entsprechenden Kommunen, die Städte international treffen, um sich in dem Bereich auszutauschen. Zwei Themen eigentlich. Pflegegesundheit ist auch ein kommunales Thema. Insofern müssen auch wir hier darauf achten, dass wir sowohl in der Bund-Länder, aber auch in der kommunalen Beziehung die Kommunen in dieser Form mitnehmen. Jetzt liegt der Entwurf vor. Wir können mit der Arbeit beginnen. Und ich habe auch aus meiner Fraktion, von meinen Fachkolleginnen und Kollegen schon einige Hinweise bekommen, welche Punkte jetzt offensichtlich im Einzelplan nicht zu finden sind, die aber gesellschaftsrelevant und übergreifend in den verschiedenen Organisationen diskutiert werden. Auch dem werden wir natürlich sehen, inwieweit wir dieses im Haushalt entweder explizit erwähnen oder aber auch neu veranschlagen werden. Ich habe gerade die WHO genannt. Es ist ja die Frage, wie definiert man Gesundheit? Die Abwesenheit von Krankheit kann Gesundheit ja nicht nur sein. Die WHO hat bereits 1948 den Begriff Gesundheit ganz klar definiert. Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Gesundheit und Gebrechen. In diesem Sinne wünsche ich uns eine gute Beratung, dass die Menschen, die darauf bauen und die unsere Unterstützung brauchen, dass die sich in unserem Einzelplan, in unserem Haushalt wiederfinden. Vielen Dank. Petra Hinz war das. Sie sitzt im Haushaltsausschuss für die SPD-Fraktion und ist dort Berichterstatterin, also die Berichterstatter, die wirklich jeden einzelnen Posten dieser Einzelpläne kennen. Jetzt hier der nächste Redner, Harald Terpe für die Bündnisgrünen. Er ist Sprecher für Sucht- und Drogenpolitik, was auch in diesem Bereich Gesundheit fällt. Zur ersten Lesung des Bundeshaushalts heißen. Ich muss sagen, Frau Hinz, Sie haben ja nur gesagt, wir skandalisieren. Das muss ich in aller Form jedenfalls für die Bündnisgrünen zurückweisen, zumal ja auch unsere Kollegin Delegös gesagt hat, auf welchen Feldern wir zusammenarbeiten. Und ich möchte auch noch Kollegen Henke an der Stelle ansprechen, der ja gesagt hat, also wir streuen Sand in die Augen, wenn wir sagen, das wären die 2,5 Milliarden rausgenommen aus dem Gesundheitsfonds, wird doch nur aus der Rücklage genommen. Wenn die Rücklage zu groß ist, ja, dann gehören die Rückladegelder zunächst erstmal auch der Gesundheitspolitik und man kann sie verwenden für Verbesserungen in den Gesundheitsstrukturen oder es sind Beitragsgelder, es gehört den Beitragszahlern. Also insofern ist das nicht so einfach zu sagen, wir würden Sand in die Augen streuen. Und ich werde am Beispiel der Krankenhäuser versuchen nachzuweisen, wo wir Geld im Grunde genommen gut verwenden können. Es ist schon so, nicht jedes Krankenhaus, aber zunehmend mehr Krankenhäuser sind finanziell und oder personell oder strukturell erkrankt. Und nun ist es beileibe nicht so, dass für alle diese Sachen die Bundespolitik zuständig ist. Es klang ja auch schon an bei Herrn Henke, der gesagt hat, also wie ist denn das mit der Investitionsfinanzierung? Auf das werden wir zurückkommen. Jedenfalls ist es so, dass wir uns
wahrscheinlich in der Problemanalyse gar nicht so groß unterscheiden. Und es ist auch richtig, dass der unter Leitung des Gesundheitsministers eine Arbeitsgruppe für die Krankenhäuser ins Leben gerufen worden ist, wo solche Probleme hoffentlich angesprochen werden. Es war ja hier die Rede davon, dass die durchsetzungsstärksten Parlamentarier daran teilnehmen. Wir als Parlamentarier sind ja da noch nicht dran beteiligt, also jedenfalls aber das ist auch nicht so schlimm, wenn es dann die durchsetzungsstärksten sind, die da dran beteiligt sind, wenn es die richtigen sind. So, die Problemanalyse heißt doch, dass wir zweckentfremden oder dass in den Krankenhäusern Betriebsmittel zweckentfremdet werden, beispielsweise für die Investitionsfinanzierung. Was hat das zur Folge? Das hat zur Folge, dass ein Druck auf die Personalstellen bei der Pflege entstanden ist. Wissen wir alle, viel zu wenig Pflegestellen. Der Kollege Lauterbach hat es ja auch berichtet und da stimme ich ihm ausgesprochen zu, dass wir da ein Problem haben werden. Es ist aber nicht so, dass das Problem dadurch entsteht, dass wir letztendlich jetzt eine Konkurrenz zwischen ärztlichen und Pflegestellen, was die Bezahlung betrifft, sondern es ist auch an dieser Stelle wieder die Investitionsfinanzierung, die den Krankenhäusern fehlt, denn es gibt mehrere namhafte Beispiele aus der Bundesrepublik, wo direkt gesagt wird, wenn wir investieren weiter, wird das auf Kosten von Pflegestellen bei uns passieren. Ich nenne mal den Fall Freiburg, der damals auch ganz augenscheinlich war. Wir haben einen Investitionsstau, 3 Milliarden Euro oder sogar mehr pro Jahr. Seit mindestens 7 Jahren wird das diskutiert, auch schon in der ersten großen Koalition. Dort müssen wir Abhilfe schaffen. Wir haben Unter-, Über- und Fehlversorgung im Krankenhausbereich. Und ich bin ja dem Minister dankbar, dass er das für den ambulanten Bereich schon angesprochen hat. Aber das gilt natürlich auch für den Krankenhausbereich. Und ich sage Ihnen voraus, Versicherte wollen nicht Über- und Fehlversorgung subventionieren und dann vielleicht sogar von Unterversorgung betroffen sein. Also an der Stelle muss etwas geschehen. Es ist auch eine Folge unserer Krankenhauspolitik, dass wir eine Arbeitsverdichtung in den Krankenhäusern haben. Und es ist nicht nur die Pflegekräfte, die Arbeitsverdichtung haben, sondern wir treffen zunehmend junge Kollegen, denen das bis hier steht, auch ärztliche Kolleginnen und Kollegen, die sagen, jeden Tag wird etwas von der Leistungsstatistik erzählt in den Krankenhäusern, damit sie die Defizite, die in den Krankenhäusern sind, ausgleichen. Ich möchte vielleicht bei dem Beispiel Unterversorgung bleiben. Hier könnte nämlich der Schlüssel für eine dringend benötigte Reform der Versorgungsstrukturen liegen, allein schon aus der Not geboren. Stationäre und ambulante Versorgung dürfen nicht mehr isoliert betrachtet werden. Und deswegen wundert mich eigentlich, dass das Strukturgesetz jetzt im Herbst schon kommt, obwohl die Gespräche über die Krankenhausversorgung noch nicht abgeschlossen sind. Weil für uns gehört das im Grunde genommen zusammen. Es war ja so, dass in Ihrem Koalitionsvertrag das noch isoliert betrachtet wurde. Ich höre jetzt aber doch auch vom Minister sozusagen die Einschätzung, dass man das zusammen sehen muss. Und wir als Bündnisgrüne schlagen eine sektorenübergreifende Versorgungsplanung vor, nicht zum ersten Mal. Und dazu wollen wir das gemeinsame Gremium nach § 90a aufwerten. Und im ersten Schritt, vielleicht als Modell sogar gedacht, könnte das bedeuten, dass der Sicherstellungsauftrag für die Versorgung, die medizinische Versorgung in unterversorgten Regionen oder von Unterversorgung bedrohten Regionen auf dieses Gremium übergeht. Das wäre nämlich insofern gut, dass dort dann schon die Kommunikation geübt wird, die man dann auch braucht, beispielsweise bei der Frage, beteiligt sich denn der sozusagen die Gesamtgesellschaft, also ich sage mal die gesamte bundesrepublikanische Gesellschaft, auch an der Investitionsfinanzierung. Das würden wir doch aber niemals als Blankoscheck machen wollen, damit wir nur die Länderhaushalte entlasten wollen, sondern wir wollen mit diesen Mitteln natürlich auch die Strukturreform vorantreiben, die Überversorgung in den Griff kriegen und eine gemeinsame Versorgungsplanung installieren, aufgrund konkreter Bedarfsplanung in den Regionen. Und das ist der Grund, warum wir sagen, wir müssen solche Gremien schaffen, die dann verantwortungsvoll mit den Mitteln umgehen. Und hier schließt sich natürlich dann der Kreis zum Bundeshaushalt, nämlich dass Gelder aus dem Gesundheitsfonds zur Haushaltssanierung verwendet werden.
Das macht aber Versicherungsgelder zur Verschiebungsmasse, um Steuerlöcher zu stopfen. Das darf man doch nicht wegdiskutieren. Und darüber hinaus ist es so wie im Bundeshaushalt, wir als Gesundheitspolitiker stellen nicht sicher, dass sozusagen die Investitionsquote gesteigert wird, sondern sie bleibt genauso gering, wie es ja auch im Bundeshaushalt ist. Und das müssen wir einfach ändern. In diesem Sinne freue ich mich auf die Diskussion, auch im Zusammenhang mit dem Haushalt. Wir betonen nochmal, dass wir auf jeden Fall konstruktiv mitarbeiten werden.